Und damit mal wieder Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute mal zu etwas, was ja relativ selten auf dem Kanal vorkommt. Und zwar, dass ich ein Set vom Marktführer von dänischen Hersteller Lego vorstelle. Und zwar haben wir hier ein Set aus der Brickheads-Reihe. Und zwar die Pads. Und das ist die 40443. Ist ab 8 plus geeignet nach der Packung. Und ich will mal sagen, warum stelle ich das jetzt vor? Und zwar habe ich ja schon öfters mal mit Norbert K. in den Kommentaren darüber geschrieben, dass ich gerne einen Wellensittich aus Klemmbaustein bauen würde. Da gab es hin und wieder dann Probleme. Ich habe schon zwei verschiedene Sets auch gehabt und die waren alle wirklich Mist. Eins war davon Diamond Blocks und es war auch wirklich nicht gut. Und das andere war aus normalen Stein und das war auch wirklich nicht gut. Das war so ein chinesisches Set, wo nicht mal ein Hersteller so richtig dahinter steht, den man da rausfinden kann, sondern eine Scheinfirma mehr oder weniger. Und das wollte ich nicht vorstellen. Das war, also reden wir nicht drüber. Auf alle Fälle haben wir jetzt dieses Lego-Set hier und dieses Brickhead-Set ist natürlich jetzt nicht so, dass hier ein realistischer Wellensittich gebaut wird. Aber das sind eben diese comicartigen Designs. Und wir haben ja einmal in dem Set ein Küken mit 125 Teilen und ein Wellensittich mit 124 Teilen. Und wenn wir uns das hier so anschauen, ist das natürlich eine relativ kleine Verpackung, ist ja auch ein kleines Set. Ist, würde ich sagen, Lego-typisch. Hier gibt es noch aus der Brickhead-Reihe die anderen Sets nochmal vorgestellt. Da ist eben im Endeffekt immer ein erwachsenes Tier und ein Kind davon dabei. Und ich würde sagen, da gibt es jetzt nicht mal sowas Besonderes noch dazu zu sagen. Ich denke, die meisten kennen Lego-Boxen. Ich mache die jetzt auf jeden Fall erstmal auf. Dann schauen wir uns mal die Tüten an und die Anleitung. Und dann werde ich das bauen und ich freue mich schon sehr darauf. Diese kleinen Brickheads-Boxen sind übrigens auch Boxen, die man eben jetzt aufmachen kann, indem man quasi die Klebemarken durchschneidet. Das sind jetzt keine, die so eine Aufreißlasche haben, wo man die halbe Box zerstört. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut, weil ich hebe die Boxen gerne auf. Und gerade bei so einem Set, was für mich eine Herzensangelegenheit ist, hebe ich die sehr gerne auf. Und da finde ich es immer schade, wenn man die quasi so halb zerstören muss beim Öffnen. Auch positiv ist aufgefallen, dass das hier keine Luftpackung ist, sondern wirklich die gesamte Packung mit Stein voll war. Ich würde sagen, das sieht man auch gleich vom Umfang, wenn man die kleine Packung gesehen hat und dann hier sieht, das sind eigentlich zwei Tüten mit wirklich größeren Teilen gefüllt und dann haben wir nochmal drei Tüten, die mit kleineren Teilen gefüllt sind. Dabei ist leider mal wieder ein Stickerbogen. Macht ja jetzt nicht nur Lego, aber von denen würde ich manchmal mehr erwarten. Aber gut, es ist natürlich auch ein kleines, billiges Set. Den Preis blende ich euch hier auch nochmal gerne ein. Und das ist natürlich dann kein Problem, obwohl ich mir natürlich bei so einem Set, was man sich hinstellt, das schon gewünscht hätte, dass keine Sticker dabei sind. Das Schöne ist, die Sticker sind aber hier auf den Stand quasi begrenzt und nicht auf die Vögel an sich. Und dann haben wir noch eine Lego-typische Anleitung dabei, natürlich alles ein bisschen in einem kleineren Format als bei den größeren Lego-Sets. Wir haben hier einen schönen Aufdruck vorne, sie ist klammergebunden, sie ist relativ dick, es ist ein sehr, sehr hochwertiges Papier, ich meine, das sind wir von Lego gewöhnt. Hinten haben wir nochmal eine Teileliste, was ich immer sehr schön finde, das könnt ihr ja gerne auch nochmal anhalten und euch die Teile anschauen. Genau, und ansonsten, es ist natürlich eine viel zu große Anleitung für die Teileanzahl, wie man das von Lego gewöhnt ist, meiner Meinung nach. Ich meine, wir haben hier entspannte 69 Seiten für nicht mal 300 Teile. Ich meine, das kennen wir, das ist halt watschen einfach, da werden drei Teile pro Bauschritt maximal verbaut wahrscheinlich. Also ich würde mich sogar mal melden, wenn ich einen finde, wo wir mehr haben. Oh, hier sind sogar mal vier verbaut, auf zwei. Zweimal pro Seite sind vier verbaut, aber hier wurde auch nur ein Bauschritt pro Seite gemacht. Da wird man nicht sofort überfordert. Ich meine, okay, wir kennen das, ist halt watschen einfach. Ansonsten ist das natürlich von Lego gewöhnt, hier wird nichts ausgegraut oder ausgeplatzt, sondern man baut immer so in Farbe weiter. Und ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Ich fange jetzt an zu bauen. Melde mich, wenn der Wellensittich fertig ist. Dann gibt es schon mal ein Zwischenfazit. Dann gibt es das Ganze nochmal für das Küken und für den Stand. Und dann gibt es am Ende wie immer eine Kaufempfehlung oder Nicht-Kaufempfehlung. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Und nach 43 Bauschritten und 36 Seiten ist jetzt der große Wellensittich fertig. Und das hört sich so an, als hätte man jetzt ganz viel gemacht. 36 Seiten, 43 Bauschritte und dann waren es halt 100 noch was Teile. Na gut, es ist halt watschen einfach. Du kannst dabei schlafen, wenn du das baust. Sage ich euch ganz ehrlich. Das kannst du machen, währenddessen du nebenher ein Powernap hältst. Aber gut, wir wissen alle, dass Lego halt darauf setzt, dass es sehr kinderfreundlich und einfach ist. Ja, 6 plus, es ist halt so. Es ist halt wirklich für Kinder gemacht, es ist ein kleines Set, alles okay. Man muss aber sagen, dieser Wellensittich holt da sehr viel raus. Natürlich, es ist so im Comic-Stil gemacht, es ist nicht auf realistisch gemacht. Das ist natürlich sowieso schwer bei einem Wellensittich, deshalb ist der Weg hier ganz gut gegangen. Die anderen Sets, von denen ich gesprochen hatte, haben es versucht realistisch zu machen und es war nichts. Und da finde ich das hier in dem Comic-Stil eigentlich völlig in Ordnung. Sehr cool finde ich es ist, dass die Augen hier bedruckt sind. Das ist ein Print. Und man damit quasi die Wellensittiche
im Endeffekt ohne einen Sticker bauen kann. Man muss auch sagen, der Designer von dem Set hat sich mit Wellensittichen bzw. der Optik von dem Vogel wirklich beschäftigt. Also gerade, dass hier eben die Nase blau ist und dann quasi der Schnabel unten angesetzt wird, kommt wirklich sehr, sehr gut auch von den Verhältnissen an den echten Wellensittich ran. Klar, die Augen, wie gesagt, im Comic-Stil sind verhältnismäßig sehr groß, hätten vielleicht noch ein Stück nach oben gekonnt, aber es ist Comic-Stil, von daher völlig in Ordnung. Was ich cool finde, ist, dass wir hier quasi an den Seiten so eine Federoptik angedeutet haben und auch hinten am Kopf. Die hätte ich jetzt nicht unbedingt schwarz gewählt, muss ich sagen. Also die hätte ich auch noch zum Beispiel grün gewählt. Wäre wahrscheinlich ein bisschen natürlicher vom Farbverlauf von dem Wellensittich gewesen. Obwohl man auch ganz ehrlich sagen muss, da bin ich befangen. Ich meine, ihr wisst alle, wie meine Franzi aussieht. Und da wäre es halt grün einfach eins zu eins wie meine Franzi gewesen. Der Schwanz ist in Ordnung, hätte noch ein ganzes Stück länger gekonnt, aber es ist dieser Comic-Stil. Es ist wie gesagt nicht realistisch gemacht, dementsprechend ist das auch logisch. Ansonsten bisher, was will man über Teilequalität bei Lego sprechen? Die ist natürlich spitze. Die Farbtreue sieht sehr gut aus, die Fliesen sind wirklich kaum zerkratzt. Ja, die Prints könnten noch ein bisschen straffer gedruckt sein, das muss ich sagen, aber sonst in Ordnung. Wir haben hier winzige Angusspunkte quasi, aber gut, irgendwo müssen die nun mal sein. Probleme mit schlecht entgrateten Teilen, viel zerkratzten Teilen oder irgendwie noch schlechten Klangkraft und so hat man mit Lego nicht. Da weiß man eben, was man kauft. Ich bin also auf jeden Fall überzeugt davon, bin noch gespannt, wie jetzt das Küken wird und bin dann auch gespannt, was der Stand noch so ergibt. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich wieder. Und das Küken ging jetzt ganz schnell. Da sind wir auf Seite 51 mit 23 Bauschritten. Ist auch größenverhältnismäßig natürlich ein ganzes Stück kleiner, aber es ist eben ein Küken. Schön finde ich auch hier natürlich, dass die Augen bedruckt sind. Und gerade bei Jungvögeln passt das sehr gut, weil da wirken die Augen immer riesig im Vergleich zum Vogel. Und das passt wirklich sehr, sehr gut hier. Auch hier finde ich sehr süß, wie quasi diese angelegten Flügel angedeutet sind. Auf beiden Seiten natürlich. Ich finde nur die Farbgebung hier ein bisschen schade. Also ich finde, man hätte den ruhig noch ein bisschen bunter machen können. Obwohl natürlich das Weiße hier die Flauschfedern ganz gut darstellt. Was schon bei dem großen Wellensittich aufgefallen ist, aber jetzt bei dem Küken viel, viel schlimmer ist, ist, dass da Farben durchscheinen. Wenn ihr das mal genau anschaut hier, dann scheint dort ein Blau durch. Weil im Endeffekt sind da blaue Teile versteckt in dem Wellensittich. Bei dem ist es noch okay. Da passt es auch, weil ja auch blaue Akzente quasi drin sind von den Federn her. Bei dem Küken ist das aber ganz schlimm. Ich meine, da musst du nicht mal die Kamera richtig fokussieren, dass man da sieht, okay, da ist ein blaues Teil, hier ist ein blaues Teil. Also das schimmert schon sehr, sehr stark durch. Und gerade mit dem sehr hellen Farbton, der hier verbaut ist, und eben auch vorzugsweise ist ja viel Weiß verbaut, fällt es extrem auf. Ich baue jetzt auf jeden Fall nochmal den Stand und dann setze ich das Set mal zusammen. Also wenn wir uns den Stand erstmal nochmal einzeln angucken, dann ist das natürlich eine kleine, aber feine Sache. Es sind relativ wenige Teile jetzt drauf verwendet worden und es ist ordentlich. Ja, es steht da drauf ordentlich, es sieht ordentlich aus. Ich habe jetzt mal den Sticker hier vorne nicht aufgeklebt. Da kann man wahlweise entweder den Sticker mit den Füßchen drauf machen oder mit den Federn. Da gibt es dann auch nochmal dieses Teil quasi als Ersatzteil. Aber ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich werde den Sticker sowieso weglassen. Und sonst ist das ein solider Stand. Ihr seht, wie das hier gelöst wurde, weil natürlich die Füße von dem Küken kleiner sind als von dem wirklichen ausgewachsenen Wellensittich. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Nichts Besonderes zu sagen. Die Teilequalität ist gut und es sieht alles gut aus. Und um euch nochmal zu zeigen, welche Farbe bei dem Küken so extrem durchschimmert, es ist quasi dieser, ich würde sagen, Türkiston. Wo sie es natürlich auch nicht lassen konnten, den nochmal im Stand zu verstecken. Ich würde sagen, setzen wir das Ganze doch mal zusammen. So. Und dann ist das Ganze fertig. Und ich finde, das sieht ordentlich aus. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. Wie gesagt, die durchschimmernden Farben sind ein Thema. Sonst, wir haben ein paar Drucke dabei. Das ist in Ordnung. Größenverhältnismäßig finde ich es auch ganz gut gelungen. Was ich noch cool finde, ist, dass auch hier gedruckt wurde. Also diese Holzoptik. Und Appell an euch an der Stelle, off-topic, wenn ihr Wellensittiche habt, haut bitte nicht so viel Plastik in den Käfig rein. Holz, Naturholz ist immer das Beste. Und wenn schon nicht Naturholz, dann halt diese Holzstängel ohne Rinde ist auch okay. Mit Rinde ist noch cooler, da haben sie ein bisschen was zu knabbern, aber bitte hört auf, denen diese hunderttausenden Plastikstängel reinzuhauen. Da fühlen die sich nicht wohl. Off-topic genug, weiter geht's. Es ist eben, wenn man es so sieht, ein kleines unspektakuläres Set von Lego. Weil wir haben da keine großen Fehler oder Probleme dabei. Also wenn euch das, was ihr hier bekommt, optisch zu dem Preis zusagt, dann habt ihr keine anderen Probleme damit. Das ist halt der Vorteil, wenn man vom Marktführer kauft. Ganz nett ist noch, dass wir ein paar Ersatzteile haben. Also so ein paar Einmaleiner sind dabei. Alles super.
Und ich muss auch sagen, danke, danke, Lego, weil die haben diese Augen auch einmal als Ersatzteil reingenommen. Und mir ist eins runtergefallen davon. Und meine Franzi, die spielt gern mit kleinen Lego-Teilchen. Und wenn die die hat, dann findet man die nie wieder. Und ratet mal, wer in dem Moment, als es mir runtergefallen ist, neben mir auf dem Boden war, das Ding in den Schnabel genommen hat und bis ungefähr nach Mexiko geflogen ist und ich das Teil nie wiedergefunden habe. Wenn es richtig auch ratet, schreib es gerne mal in die Kommentare, wer das war. Und deshalb habe ich schon gedacht, oh nein, jetzt kannst du das nie fertigstellen. Und dann war zum Glück einmal dieses Auge als Ersatzteil drin. Danke, Lego. Habt ihr wirklich gut gemacht in dem Fall. Ansonsten will ich das Ganze auch nicht weiter in die Länge ziehen. Wie gesagt, wenn euch das, was ihr da bekommt für das Geld, für den Preis zusagt, gibt's von mir eine fette Kaufempfehlung. Könnt ihr nichts falsch machen. Und ansonsten, wenn es euch nicht gefällt, dann kauft ihr es halt nicht. Ist ja logisch. Es ist halt nischig, ne? Also Hunde sind natürlich da vielleicht noch ein bisschen mehr verbreitet, Katzen und so weiter und so fort. In Wellensittich ist das schon ein bisschen nischiger. Aber Lego hat das gemacht, dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Es ist ein cooles Set. Es gibt einen Daumen dafür nach oben. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich sehr interessieren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick.